Willkommen zu unserem landespolitischen Gespräch. Bayern im Blick heißt es eigentlich, aber heute nehmen wir Europa in den Blick. Das liegt an unserem Gast, Frau Dr. Beate Merk. Ich grüße Sie. Hallo, grüß Gott. Seit über einem Jahr Europaministerin. In der Kurzformel, in der langen Version heißt es Staatsministerin für Europaangelegenheiten und regionale Beziehungen. Mhm. Mutmaßlich sind Sie die Frau im Kabinett, die die meisten Flugkilometer zurücklegt. Das glaube ich im Moment auch, ja. Ich komme gerade vom Flughafen, also insofern passt es. Europa ist ja vielfältig, da gibt es viele Themen, viele Krisenherde, hätte ich beinahe gesagt. Griechenland, ist das ein Krisenherd für Sie? Das ist natürlich ein Land mit sehr, sehr großen Problemen. Seit langer Zeit, die Finanzprobleme Griechenlands drücken enorm. Und wir haben jetzt nach der Wahl und auch im Wahlkampf in Griechenland gemerkt, dass das wirklich entscheidend ist für die Bevölkerung, wer das Land in Zukunft führt. Die Menschen haben nur verspürt, dass durch diese finanziellen Schwierigkeiten sie in große Bedrängnis gekommen sind, dass sie enorm sich haben zurücknehmen müssen und haben sich da eben jetzt auch mit ihrer Stimme entsprechend Gehör verschafft. Kann man da aus bayerischer Sicht Motivation anbieten? Bayern war ja mal sehr aktiv, auch politisch in Griechenland in den letzten Jahrhunderten. Das ist immer sehr schwer, weil ein Land, das sehr stark ist und auch stabil und vor allen Dingen finanziell sehr wohlhabend, das tut sich sicherlich schwer, wenn es jetzt hier motivierend sich an ein Land wendet, das im Moment sehr stark kämpft. Trotzdem meine ich, ist es wichtig zu sagen, wir wissen, dass die Griechen es sehr, sehr schwer haben. Die griechische Bevölkerung hier wirklich auch darbt und leidet. Aber auf der anderen Seite führt kein Weg daran vorbei, dass man Reformen auf den Weg bringt, dass man eine Verwaltung wirklich intakt setzt und straff und stabil organisiert und dass man spart. Man kann nur das ausgeben, was man hat. Das ist eine Devise, nach der wir seit langem leben und auf die wir auch verweisen müssen, wenn man weiß, dass Griechenland Kredite hat in enormer Höhe, das sind über 260 Milliarden Euro, und dass sie noch weiter Geld brauchen, um mit ihren Problemen zu Rande zu kommen, dann bedeutet das natürlich auch, dass sie im Gegenzug Reformen durchführen müssen. Das griechische Verwaltungswesen wurde damals nach bayerischem Vorbild aufgebaut, leider ohne obersten Rechnungshof, wie man Fischer-Heidelberger sagte. Gehen wir ein bisschen weiter nach Süden. Sie kommen erst zurück. In den letzten Monaten waren Sie in der Türkei. Und da haben Sie sich die Flüchtlingsproblematik als erster näher angesehen. Kann man denn da in irgendeiner Form einwirken, dass man die Herkunftsländer sicherer macht, dass man dort hilft, bevor die Ströme sich in Richtung Deutschland in Bewegung setzen? Wir machen eine Flüchtlingspolitik, die auf drei Säulen basiert. Das heißt zum einen, dass wir humanitär handeln, dass wir die Menschen aufnehmen, die in Not sind, selbstverständlich, dass wir ihnen helfen. Dass wir auf der anderen Seite aber auch sagen, Missbrauch darf es mit dem Asylrecht nicht geben, denn wir wollen die Plätze wirklich für die notleidenden Menschen frei haben. Und unser dritter Punkt, und das haben Sie angesprochen, ist das Thema Fluchtursachen bekämpfen. Also genau dort anzusetzen in den Ländern, wo Probleme bestehen. Zum Beispiel in der Bildung, zum Beispiel dabei, dass Wirtschaft aufgebaut wird, zum Beispiel überhaupt in der Demokratisierung. Ich war in Tunesien, als nach der Revolution man sich dran gemacht hat, eine neue Verfassung auf den Weg zu bringen. Und es wurde sehr stark darüber diskutiert, auch über die Gleichheit von Mann und Frau in der Verfassung, wie sie dort verankert sind, diese Themen. Und man hat mich damals noch als Justizministerin gebeten zu Gesprächen. Und als ich im vergangenen Jahr als Europaministerin wieder in Tunesien war, hat mich der Präsident der verfassungsgebenden Versammlung zu einem Gespräch eingeladen, um mir zu zeigen, was aus der Verfassung geworden ist. Und dass eben auch die Gleichheit von Mann und Frau in diese Verfassung Eingang gefunden hat. Da war ein Stolz dabei, aber da war auch ein Vertrauen dabei und eine Verbindung, die entstanden ist, eine Anerkennung, dass wir auch vor Ort mit den zuständigen Menschen gesprochen haben, mit ihnen auch diskutiert haben, vielleicht auch manchmal gerammelt haben darum, was jetzt eine gute Formulierung ist, was in eine Verfassung gehört und was nicht. Und ich finde, das sind so Verbindungen, die unwahrscheinlich wichtig sind und wo man sieht, dass tatsächlich sich auch was bewegt. Ganz nahe, direkt in der Nachbarschaft passiert sehr viel Aufbruchsstimmung.
In Tschechien haben Sie gerade eine bayerische Dependance eröffnet. Das ist ja ein neuer Frühling sozusagen. Das kann man so sagen. Also wir sind sehr froh und sehr stolz darauf. Das ist für uns etwas sehr, sehr Wichtiges, weil wir damit quasi ein Schaufenster in Prag haben. Mitten in der Altstadt, in einem wunderschönen alten Gebäude, sehr gut erreichbar für die Menschen, die zu Besuch, als Städtebesucher in die Stadt kommen. Und das Ziel für uns ist, dass wir die tschechische Bevölkerung, die an Bayern interessiert ist, über unser Land noch mehr informieren, dass wir dort Veranstaltungen machen, kulturelle Veranstaltungen, informative Veranstaltungen, dass aber natürlich auch alle, die aus Bayern oder aus Deutschland oder aus sonst der Welt kommen und Interesse daran haben, was wir Bayern denn in Prag, in Tschechien auf die Beine gestellt haben, für die haben wir offene Türen, die laden wir sehr herzlich zu uns ein. Von der Nachbarschaft zum Abschluss noch mal ganz weit weg nach China. Shandong heißt die Region und da entwickeln sich jetzt Wirtschaftsbeziehungen, die Sie im Wesentlichen auch mit anschieben. Da sind Wirtschaftsbeziehungen da. Wir haben eine ganze Menge Unternehmen, die bereits in China als bayerische Unternehmen, bayerische Rautenflagge zeigen. Und ich finde es sehr wichtig zu sehen, dass Bayern, wenn wir jetzt ins Ausland reisen, längst nicht mehr als das Land oder nur als das Land des Oktoberfests wahrgenommen wird, sondern wirklich als das Land der stabilen Industrie und Wirtschaft, der Unternehmen, die im Ausland ebenfalls tätig sind und dort auch mit Arbeitsplätzen aufwarten, die bekannt sind. Made in Bavaria, das ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Synonym für die Kraft, die unsere Wirtschaft Bayerns hat und die natürlich auch dafür sorgt, dass es den Menschen bei uns hier im Lande gut geht. Frau Dr. Merk, Bayerns Europaministerin, sozial, kulturell, wirtschaftlich, sicherheitspolitisch unterwegs. Also langweilig ist es Ihnen da jetzt gerade nicht, ne? Nee, langweilig ist es mir nicht. Und ich muss bei dem Europaministerin, das ist wirklich die Kurzformel, weil die regionalen Beziehungen, die fallen immer so ein bisschen nach hinten runter. Und das ist die Welt, das darf man nicht ganz vergessen. Ich bin für Europa und für die Welt zuständig. Das ist das Tolle an diesem Beruf und an dieser Aufgabe, die ich auch habe, dass ich wirklich die ganze Welt bereisen kann. Selbstverständlich mit Zielen, die besondere Hintergründe haben, sei es eben etwa, dass dort Probleme stattfinden oder sei es, dass die politischen und wirtschaftlichen Kontakte zu dem Land besonders eng sind und weiter stabilisiert gehören. Vielen Dank, dass Sie da waren. Unser landespolitisches Gespräch mit einem deutlich globalen Ansatz diesmal.